Willkommen zurück, liebe Leute, hier bei City Skylines. Unsere Bäume hier unten haben sich seltsam verfärbt und die Nadelbäume, die tragen hier kaum noch Blätter. Das ist nicht etwa ein Zeichen dafür, dass wir uns in Richtung Herbst begeben, denn wir haben es hier April, so wie auch wir es April haben, sondern dass da ein bisschen stickige Luft ist. Mich würde ja interessieren, ob man das irgendwie beseitigen kann. Aber bisher ist mir da noch nichts, Nichts ist mir da aufgefallen. Gefängnis. Ich überlege die ganze Zeit, ob wir ein Gefängnis bauen. Dann könnten wir eigentlich hier, wow, in die Käseglocke da rein machen. Die Frage ist, ob man überhaupt das hier sauber kriegt. Was ist das hier? Skateboardpark. Wollten wir ja auch alles noch bauen. Landschaftsbau. Selbst wenn wir das hier alles grün machen jetzt. Ja, wenn wir hier überall ein bisschen Bäume hinsetzen. Ich glaube nicht, dass das viel daran ändert. Dass da ein Haufen Smog ist. Kiefern. Kiefern können wir auch noch dazwischen ein paar. So sieht es wenigstens aus, als hätte man versucht, da ein bisschen das Ganze in einem Wald zu verstecken. Ich gebe mir auch gerade total Mühe, diese hier zu setzen. Haben wir hier. Kleiner Busch. Immer. Was ist das? Eine Erle? Kenne ich nicht. Kleine Buche. Ich verfluche die Buche. Ein Baum mit Blättern. Da ist noch ein Baum mit Blättern. Ein wilder Nadelbaum. Der soll hier auch nochmal spendiert werden. Komm, Bäume mit Blättern sind doch Dufte. Die sind so Dufte, dass ich den anderen Baum mit Blättern auch noch da reinmache. Zack, zack, zack. Ich habe eher das Gefühl, dass es alles noch schlimmer macht. Aber ich glaube, das ist einfach nur wegen dem Morgengrauen haft. So, und hier hinten ist irgendwo ein Gebäude gewesen, was abgerissen werden muss. Da. Zack. Und Dankeschön an diejenigen, die mir immer wieder schreiben, dass es dafür eine Mod gibt, dass das alles abgerissen wird. Was hat er hier für ein Problem? In Jeffs Ruhe ist kein Platz mehr. Ach du Schöne. Müssen wir mal gucken, dass wir ein Krematorium bauen. Da brauchen wir 13.000 Bevölkerung. Ja gut, wir haben aber noch den zweiten Friedhof hier. Oh! Das kam unerwartet. Unerwartet. Wasserkraftwerk. Güterzug Bahnhof. Bahnhof. Bauen Sie internationaler Flughafen. 15 Tourismus spezialisiert. Naja. Ein Flughafen. Flughafen könnten wir wirklich mal bauen. Zumindest mal überlegen, wo das hinkommt. Das ist wahrscheinlich hier. Flugzeug. Können wir nicht bauen. Schön. Aber mir fällt ein, wir wollten die Mall bauen. Nee. Einkaufszentrum der Mäßigung.
Jetzt ist die Frage, wo wäre denn eine Mall gut? Bin ich ja fast versucht, die hier hinzusetzen. Die muss natürlich auch gut erreichbar sein. Hier wäre eigentlich ganz cool. Oder? Oder wirklich in unserer Stadt? Was ist das hier? Ach, das ist ein Park. Mensch, jetzt habe ich überlegt, warum ist denn da so viel Platz? Aber ich glaube, innerhalb der Stadt können wir das gar nicht bauen. Da haben wir gar nicht genug Platz. Könnten es hier oben ran machen. Ich überlege halt, weil eigentlich würde mir das innerhalb des normalen Gebiets besser gefallen, als wenn wir das jetzt hier so zum gut betuchten Viertel machen. Gut betuchten Viertel ist auch völlig falsch ausgedrückt. Eigentlich ist ja hier unten das gut betuchte Viertel. Guck mal, hier würde das auch reinpassen. Ja, dann würden wir die schöne Strandpromenade versauen. Ich glaube, ich stelle das hier hin. Hammer. Was ist das hier? Quelle von Leben und Tod. Ein hübscher Springbrunnen, bla. Uninteressant. Was ist das? Ein Opernhaus. Ah, da gehen also die alten Leute hin, ja? Das ist die Mehrzahl von Opa. Hä? Da will ich schon. Opa und Oma. Eine Opa, viele Opern. Das setzen wir hier hin. Bam, es freuen sich alle. Was ist das? Ein Stadion. Oh, sowas brauchen wir wirklich. Stadion könnten wir auch hierhin bauen. Weil ich denke, unser Wohngebiet wird hier noch so rübergehen. Hier würde es reinpassen. Aber was heißt denn orange? Was heißt denn orange? Soll mir egal sein, was orange bedeutet. Guck dir an, wie geil das aussieht. Voll geil. Und hier vorne ist die Mall. Let's go to the mall today. Und da hinten? Alter Schwede. What the figgity. Gebt dir das mal. Das ist ja voll riesig. Stell dir mal vor, ey, wenn du da gegenüber wohnst. Okay, der hat auch keine Fenster vorne. Aber er hier. Der hat bestimmt hier sein Schlafzimmer. Da wird die Netzhaut weggebrannt nachts. Das interessiert ihn scheiß bei der Opa. Aber mit dem Stadion finde ich cool. Müssen wir bloß gucken, wir können das ja immer noch ein bisschen umsetzen, wenn wir mal wollen. Hier nochmal gucken. Ja, in der Ecke kann eigentlich einer wohnen. Gibt's bestimmt irgendeinen Bekloppten, der da einzieht. So, und hier können wir auch nochmal... Nee. Wohnraumerschließung nennt man sowas. In diesem Fall Arbeitsraum.
Dieser Arbeitsraum ist ein Traum. Ein Albtraum. Ja, doch, gefällt mir eigentlich. Können sie da auch noch bauen? Und hier könnte man noch so eine... Muss ja auch mal so eine Straße geben. Ich finde das immer ganz interessant, mal so Sackgassen. Wer baut denn schon Sackgassen in seiner Stadt? Sackgassee, Sackgassee. Hier, der Bogen, der ist ja immer noch... Eigentlich so ein bisschen provisorisch gemacht worden damals. Den könnten wir jetzt eigentlich auch mal ändern. Ich glaube, hier sind aber Special-Gebäude bei. Nee. Nö. Sind sie nicht. Tja, dann sind es jetzt sowieso keine mehr. Ja, doch, kann man machen. Müssen wir bloß gucken. Nee. Von da? Nee. Hier so. Mir gefällt ja immer noch dieses Geschwungene. Nicht so wirklich hier unten. Aber es bringt so ein bisschen Abwechslung in unsere Stadt. Von daher ist das schon ganz in Ordnung. Können wir so lassen. Kann ich mit leben. Es muss mir ja nicht gefallen. So ein bisschen wie Mais. Ne? Für mich ist Mais Scheiß. Okay? Aber ich kann damit leben, dass er existiert. Es geht. Und ich kann auch damit leben, dass das andere essen. Ist okay. Sind deswegen keine schlechteren Menschen. Sind Idioten, aber ich kann damit leben. So, hier ist die Hauptstraße. Die ziehen wir dann natürlich so weiter. Nee, falsche Straße. Nee, will ich nicht. Nein. Aus. Weg. Müssen wir gucken, wie wir das machen. Es sieht eigentlich ganz okay aus. Wir sollten uns vielleicht mal darum bemühen, diesen Bereich jetzt hier langsam zu füllen. Wie sieht das hier aus? Da gibt keinen Sinn. Da gibt auch wenig Sinn. Zumindest den oberen Teil nehme ich mal jetzt weg. Denn ich würde ganz gern hier eine Straße ziehen. Ja, ist immer schwierig. Auch schade so ein bisschen immer, wenn man dann Straßen, die eigentlich ganz cool gesetzt sind, wegreißen muss. Aber es muss ja weitergehen irgendwie. Genauso hier unten muss es auch weitergehen irgendwie.
Ich werde sowieso irgendwann einen Rappel kriegen und alle Straßen ersetzen durch Straßen mit Bäumen und dies und das und jenes. Später müssen wir auch mal überlegen, dass wir ein paar Straßen mit Fahrradwegen machen und Straßenbahngleise und sowas alles. Oh, an der Stelle haben wir noch unser veraltetes System. Das wollen wir nicht mehr. Puh, geh weg. Wir wollen deinesgleichen hier nicht. Zack. Und zack. So wollen wir das nämlich. Hier, kannst du rausfahren. Da wollten wir sowieso mal überwachen, wie das jetzt aussieht. Das ist jetzt natürlich... ja, der schnellste Weg für die da rein. Ui! An der Stelle gefällt es mir nicht. Aber das wird sich noch alles verteilen später. Im Moment sieht das nur so krass aus, weil das, wie gesagt, das sind ja nur die provisorischen Straßen, die ich mal gezogen habe. So soll es ja nicht bleiben. So soll es ja nicht bleiben, liebe Freunde. Ja, aber wie das werden wird und vieles mehr und sowieso und überhaupt und hast du nicht gesehen. Das sieht ja alles so demnächst, denke ich, bei City Skylines. Bis dahin. Ja, tschüss.